verbessert werden? Gibt es natürlich überall ein Riesenpotenzial, aber was einfach uns ein bisschen überrumpelt hat, mit dem Erfolg haben wir natürlich nicht im Vorfeld planen können, und auch wenn es um Sponsoren geht, wenn es um Marketing geht, gerade diese Geschichten und auch mit der ganzen Euphorie, was jetzt in Island, sind wir natürlich gefragt, unsere Infrastruktur neu und besser zu machen, und deswegen jede Anregung ist da wirklich gut. Wir haben ein Nationalstadion und das ist wirklich für alles, für Leichtathletik und Fußball. Wir haben mit Sitzplätzen für 12.000 Besucher und das ist zu wenig und das ist einfach Fakt, weil innerhalb von ein paar Stunden sind alle Jahrestickets schon weg und das Stadion ist ausverkauft und da haben wir einfach einen Bedarf und da ist natürlich, das ist einfach unser Hauptthema jetzt gerade, nicht nur rund um Fußball, sondern eventtechnisch mäßig ist in Island ein riesen Markt auch dafür und das wird einfach notwendig für die Zukunft. Die Struktur hat vor 15 Jahren angefangen, wo man wirklich vom Verband aus mit der Ausbildung von unseren Trainern wir haben sehr viele Fußballstadien gebaut, wo reine Indoor-Hallen sind mit regulärer Größe. Gerade wetterbedingt, dass unsere Kinder und Jugendliche auch trainieren können das ganze Jahr. Und in dem Bereich hat man einfach wirklich aufgerüstet, Infrastruktur, Ausbildung der Trainer, und dieser langjährige Erfolg kommt jetzt nach 12, 15 Jahren wieder zurück, wo diese Spieler wirklich so ausgebildet und so gut sind. Und das war nicht von heute auf morgen, hat lange gedauert, aber das hat sich bezahlt.